Hallo zusammen, ich möchte in diesem Video einmal ganz kurz zeigen, wie wir das für uns gelöst haben, um einen passenden Supermarkt zu finden, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, um auch genügend Platz zum Parken zu haben. Oder du bist mit einem Gespann unterwegs und hast das gleiche Problem, weil oftmals die Parkplätze viel zu klein sind. Oftmals war es so, dass ich einfach Lebensmittelmärkte rausgesucht habe und als wir dann ankamen, mussten wir feststellen, dass wir mit unserem 6 Meter Wohnmobil keinen Parkplatz gefunden haben, wo man auch sich traut, das Auto stehen zu lassen, ohne dass sich vielleicht jemand aufregt, dass man zu viel Platz einnimmt oder dass man halb auf den Wegen des Parkplatzes steht und andere vielleicht behindert. Außerdem ist es für uns immer sehr, sehr nervenaufreibend, auf zu kleinen Parkplätzen dann einzuparken. Und da haben wir einfach uns entschieden, von vornherein uns nur Lebensmittelmärkte zu suchen, wo wir wirklich genügend Platz haben und ganz entspannt anfahren können und einkaufen können. Und hier möchte ich mal das Beispiel aus unserem letzten Urlaubsort zeigen. Im Ort selbst habe ich nachgesehen über die App, wo es Lebensmittelmärkte gibt und dann sehe ich mir das erstmal in der Standardansicht an, um einen Überblick zu bekommen, habe dann hier was gefunden und wechsle in die Ansicht Satellit. Dann zoome ich hier rein und kann mir hier ganz prima den Parkplatz anschauen und musste feststellen, dass der für uns überhaupt gar nicht geeignet ist, weil der viel zu klein ist und wir auf solche kleinen Parkplätze gar nicht drauf fahren mit unserem Wohnmobil. Also suchen wir weiter. In dem Ort gab es dann nichts Passendes mehr, also zoome ich aus der Karte wieder raus und schaue, wo wir hinfahren können, wo es vielleicht einen Einkaufsmarkt gibt mit besseren Parkmöglichkeiten. Dafür gehe ich wieder auf die normale Standardansicht und gehe aus dem Bild heraus. Man kann auch Lebensmittelmärkte in der Umgebung suchen, dann bekommt man die übersichtlich angezeigt. Wir suchen einfach in einem anderen Ort weiter, gehe dann dafür aus der Karte raus und gucke in den nächstgelegenen Ort, was mir da angeboten wird. Und da haben wir es auch schon, da wird mir der Aldi angezeigt. Ich wechsle wieder die Kartenansicht zu Satellit, um mir einen Überblick zu diesem Parkplatz zu verschaffen und muss feststellen, dass auch leider dieser Parkplatz viel zu klein für uns ist. Weiter geht's also mit der Suche wieder in die Standardansicht, um mir einen neuen Überblick zu verschaffen. Und dann gebe ich doch mal in die Suche Lebensmittelmärkte ein und dann werden mir alle Märkte in meiner Umgebung angezeigt und hier haben wir schon den nächsten. Den suche ich mir auf der Karte und wie gewohnt wechsle ich in die Satellitenansicht und zoome weiter rein und stelle fest, das ist diesmal wirklich ein richtig schöner großer Parkplatz, der sehr geeignet für uns ist und den haben wir letztendlich dann auch genommen. Haben dann vor Ort, das hat man hier gar nicht so gesehen, festgestellt, dass es noch einen zweiten Parkplatz gab. Den sieht man hier noch nebenan. Wir hatten wirklich eine gute Möglichkeit zu parken. Das Einkaufen war hier richtig gut entspannt. Ich suche hier nochmal ein weiteres Beispiel und habe dann noch einen Sparmarkt gefunden. Gehe nochmal genauso vor. Wechsel erstmal die Ansicht, um mir den Markt zu suchen und dann wieder in die Satellitenansicht, um dann weiter reinzuzoomen, um dann wiederum festzustellen, dass auch dieser Markt sehr, sehr klein ist und auch einen Mini-Parkplatz hat für uns völlig ungeeignet. Was natürlich auch das Gute ist, dass man gleich sieht, welche Größe der Markt wahrscheinlich ungefähr hat, wenn man eine große Auswahl wünscht beim Einkaufen, sind ja die größeren Märkte schon geeigneter, so kann man auch gleich sehen, was einen da ungefähr erwartet. Wir gehen seitdem nur noch so vor, weil es einfach für uns entspannter ist
und wir nicht immer unerledigte Dinge wieder wegfahren müssen. Wir sind oftmals Märkte angefahren, haben keinen Parkplatz bekommen mit unserem Auto oder unserem Fahrzeug. Auto ist es ja nicht. Und so hat sich der Einkauf ewig hingezogen, bis wir mal was gefunden hatten. Hat viel Zeit in Anspruch genommen und seitdem schauen wir jedes Mal vorher, bevor wir irgendwo denken, parken zu wollen, über Satellit auf der App, ob die Gegend für uns überhaupt geeignet ist, ob wir einen geeigneten Parkplatz bekommen. Seitdem ist alles viel entspannter. Vielleicht war der Tipp für dich ganz wertvoll. Eventuell hast du ähnliche Probleme schon erlebt und deswegen dachte ich, zeige ich euch einfach mal, wie wir grundsätzlich mit der Parkplatzsuche vorgehen. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.